An der neuen Sporthalle des Sandberg-Gymnasiums in Wilkau-Haslau wurde in dieser Woche Richtfest gefeiert. Knapp 3 Monate nach der Grundsteinlegung ist der Rohbau damit fertiggestellt. Die Bauarbeiten sind mit einem enormen Tempo vorangegangen. Die planerische Vorlaufzeit nahm allerdings auch einige Zeit in Anspruch. 2 Jahre. Gerade bei einem öffentlichen Vorhaben dieser Größenordnung ist das aber normal. Den Ursprung darin zu sehen, dass der Kreistag im Juni 2016 einen Kreistagsbeschluss gefasst hat über die Vergabe auch der Mittel, ne, aus dem Förderprogramm Brücken in die Zukunft. Das war eine Maßnahme davon. Dann braucht es natürlich bei jeder Maßnahme dieser Größe immer einen gewissen Planungsvorlauf, sodass es dann im Vorfeld vom August diesen Jahres schon losgehen konnte. Fundamente waren ja schon vorbereitet. Ne? Die Grundsteinlegung, die hat ja stattgefunden, da war ja eigentlich das ganze Planum schon hergestellt. Für derartige Bauprojekte lassen sich natürlich auch Fördermittel abrufen. Im Fall der neuen Sporthalle für das Sandberg-Gymnasium war das eine beträchtliche Summe. Gesamtkosten sind 3 Millionen für diese Zweifeld-Sporthalle und davon werden 2,2 Millionen gefördert. Ne? Also über 2/3, das ist schon eine sehr auskömmliche Fördersumme. In seinem Richtspruch bedachte der Meister in luftiger Höhe vor allem die derzeit mit der Halle beschäftigten Personen und Institutionen. Der Landkreis Zwickau als Bauherr etwa und natürlich auch die Bauarbeiter. Bald sollen hier schon Lehrer und Schüler das Zepter übernehmen. Im Dezember 2019, so ziemlich in einem Jahr, sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Möglicherweise gibt es dann noch einen Monat, wo dann Abnahmen stattfinden und vielleicht eine gewisse eine Einführung des Sportunterrichts. Man kann ja nicht sofort aufschließen und losmachen, muss sich die Sportlehrer auch erstmal ein bisschen einfinden. Aber ich denke, das kann vielleicht auch die Schulleiterin noch ein bisschen besser einschätzen. Und die richtige Planung kann dann auch begonnen werden, wenn auch wirklich klar ist, dass der Zeitpunkt eingehalten wird, ne? Dass es keine Bauverzögerung gibt. Das kann ja immer in dem Jahr noch mal was sein. Mit der Einweihung der Halle in einem Jahr ist die Bautätigkeit am Sandberg-Gymnasium in Wilkau-Haslau aber nicht beendet. Die alte Sporthalle aus DDR-Zeiten soll dann abgerissen werden.